Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chickas und Chickas da draußen. Der Slay ist wieder am Start, zusammen mit dem Kuro. Wir spielen jetzt wieder Skyrim. Leider musste letzte Woche ausfallen, weil aus gesundheitlichen Gründen. Wir lassen es einfach dabei. Ja, ich hoffe, es hat euch jetzt nicht allzu sehr gestört. Ich weiß auch nicht mehr, wo wir stehen. Wir sind vor 2 Wochen. Vor 3 Wochen haben wir aufgenommen, ne? Ja, vor 3 Wochen haben wir aufgenommen. Ja. Nevermind. Someone like you. Oh. Ja. Ich glaube, wir waren dabei, den ersten Drachen zu killen, oder? Kann das sein? Nein, so weit ich glaube, du hast jetzt gerade Fortfahren gedrückt, als du Fortfahren gedrückt hast. Ja. Ja, genau. Und. Ja. Es lädt und lädt und lädt. Und damit muss ich Spiel entladen. Und es lädt immer noch. Wieso lädt dieses Spiel immer so lang? Weil es eine riesengroße Spielwelt ist, vielleicht damit, deswegen? Genau, das war unser Ort. Wir waren auf dem Weg den Drachen zu. Ha, ich bin gut. Das war einfach gut geraten. Ja, aber ich habe gut geraten. So, mal gucken. Was hatten wir nochmal für Waffen? Spinne. Ja, Shiro hat eine neue Spinne. Dabei hasse ich Spinnen. Weil die ist so süß und knuffig. Ja, nein, wir springen da nicht runter. Das hast du ja schon ein paar Mal gemacht. Ja. Ja. Wir haben so wenig Ausdauer. Das kommt mit der Zeit. Es nervt trotzdem. Ach, was war nicht rum? Ja, für den Fall, dass ihr irgendwann mal so ein Miau im Hintergrund hört, die Katzen sind momentan ein bisschen am Abdrehen. Ein bisschen ist gut. Was denn? Weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Nee. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Ach. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, damit ihr... Er läuft in die richtige Richtung. Nein, zurück! Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Roki und Thor, alles klar. Also es gibt keinen nordischen Gott Thor mehr. Er kommt zurück. Ich sehe nichts. Andere Richtung. Ah, hallo Drache. Hallo. Töte den Drachen. Ah, Feuer. Ehrlich, du bist mit ins Feuer gerannt? Ja. Ja dann. Ach, weißt du ja, was du machen musst? Dann weißt du ja jetzt, was du machen musst. Töte den Hausdrachen. Also Shiro? Was? Boah, das war gemein, Alter. Hier, nimm das. Tut ganz schön weh. Das war richtig. Das stimmt aber trotzdem. Lauf! Ich krieg einen heißen Arsch. Wenn du jetzt abkratzt, ne? Lachst du mich aus, schon klar. Ja. Wir gehen erstmal in Sicherheit. Ja, in den Turm rein. So, das ist gut. Haben wir überhaupt sowas wie Lebensregeneration? Nein. Hey, aber wir haben einen Heilzauber. Haben wir? Wiederherstellung, Heilung. Heil!
will dich. Danke. Das geht auch nicht schnell, wenn du die Hand mitnimmst. Nein? Pardon. Nein, leider nicht. Ich würde dir gerne helfen, aber ich komme hier nicht raus. Ehrlich? Dann geh doch einfach nach oben. Ich hatte vergessen, wie viel Vergnügen ihr Sterblichen uns bereiten könnt. Oh Gott. Mami, geh da weg! Guck nach oben! Ich verpiss mich wieder. Sieh die Sterne und flieg in die Ferne. Ich weiß, die Taktik ist gerade ein bisschen lame, nur ich will irgendwie nicht sterben. Geh doch einfach aufs Dach. Was? Heulen ist eine Sache, du möchtest. Geh aufs Dach. Xurre? Der grillt mich. Ich möchte kein Grillhähnchen werden. Also wir müssen da irgendwo noch... Grillhähnchen im Einzelfall Ohr. Ach stimmt. Man kann natürlich jetzt auch die anderen aber das machen, was dann gut du... Ja, aber das ist so lame, wenn er jetzt... Hier. Ich hab mir, kann ich euch ja mal erzählen, ich hab mir jetzt auf der anderen Xbox, die hier in der WG steht, einen neuen Skyrim-Charakter gemacht, der spielt only auf Magie und ein bisschen Bogen. Das könnte interessant werden, wenn ich dann gegen den kämpfe. Kill Cam! Und jetzt runter! Und ich hab ihn verpasst. Du kannst dir nachher angucken. Hallo Jungs. Leute. Der Drache ist tot, lass mich hier raus. Ist der wirklich tot? Ja. Ist einer am Ende gerade oder so? Nee, den Helm brauchst du nicht und ich stehe auch nicht. Also, eins muss ich mal sagen, ich glaube, der hatte eine gute Mahlzeit. Ja. Was ist hier los? Alle, zurück. Okay, ich soll zurückgehen. Ihr habt's gehört. Boah, was für Drogen hast du genommen? Um den Drachen komplett zu knochen. Hör! Ja, den Erfolg hätte ich gerne gehabt. Was? Den Erfolg hätte ich gerne gehabt. Mein Account. Du bist so Erfolg. Spiel selber, Sky. Echt? Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Was? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden ja, Drachen. Als es noch gab. Stehlen ihre Kräfte. Was haben wir gerade getötet? Das ist es doch, was ihr getan große habt. Große Echse. Ihr habt die Kräfte, die große Echse. Regenwurm. Genau, es war ein Regenwurm. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Okay. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? Ja, weh. Wovon redet ihr denn? Großvater über Geschichten. Leute? Ja? Was ist der... Was? Ich meine den Abonnenten da. Ja, komm näher, damit sie dich auch hören. Die hören mich schon. Ja. Was ist das Gegenteil von Reformhaus? Reh hinterm Haus. Schlecht. Ja, und was entsprechende Kühe? Mutanten. Gott. Ja, Sky hat momentan ein paar schlechte Witze gelernt. Ein paar? Die sind sau gut, Alter. Was ist ein Brüller? Tefe macht, na dann? Ja, hätte jetzt bei der TM85 gesagt. Ja, aber gibt's doch, die gibt's ja eigentlich schon. Ja, mittlerweile gibt's auch TM85. Ich weiß, aber das ist nicht Brüller. Nee, Brüller ist TM5. Das war ja auch ein Brüller.
Alter, du. Gott, ich frag mich, wie viele Leute jetzt. Dreh dich mal um. Von da kam der Schrei. Nee, von da. Nee, von da. Von da. Von da. Alles klar. Siehst du das Schloss nicht da oben? Nein, zu viel Nebel. So, alle hops. Alle hops. Nein. Braucht ihr etwas? Nee. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Lass mich raus, lass mich raus. Lass mich rein, da sind böse Drachen draußen. Ehrlich? Ja, Drachen sind ganz böse, die wollen uns immer töten und fressen. Alter, dich hat vorhin ein Riese weggeschleudert, als wär's Baseball. Ja, das hättest du vorhin sehen sollen. Er läuft den Riesen entgegen, der Riese merkt, dass er böse ist. Puff! Du siehst nur eine Katze in den Himmel schießen. Ja, also ich erkläre euch das mal. Mein neuer Karrer auf dem anderen Skyrim ist. Ist ein Khajiit. Ja. Und der. Und ich bin halt wo lang gelaufen? Wo bist du hin? Hä? Du hast doch gar nichts eingesammelt dann. Hast du geschmiedet gehabt? Ja. Echt? Ja, das letzte Mal. Apropos das Drachenzeug, verkaufen wir das? Nee. Erstmal ein bisschen sammeln. Okay. Ist noch nicht vorbei. Ja, ich pack ja schon weg. Aber wir sind noch kein Werwolf, richtig? Nein. Also gehen wir erstmal nur schlafen. Bei ausgeschaffen leveln wir schneller. Ja. Leute, lasst euch gesagt sein. Ausgeruht levelt man schneller. Schade, dass im Real das heißt, ich müsste jetzt wieder ins Bett. Nein, du musst noch aufnehmen. Ja, ich weiß. Ich muss auch noch ein Anime gucken. Musst du nicht? Doch, doch. Nein. Warte, wir schauen, was über Wasser. Warmes Essen, warme Getränke. Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut. Natürlich. Für heute gehört das. Ja, ich krieg ja sonst keine Pause. Seht euch das an. Ein paar Menschen des Jahres sind vorbeigekommen und haben diese Beutebriefe zurückgelassen. Das war bald geht wieder. Weiß. Brauchst du nicht zeigen, ich weiß, wo ich hin muss. Hui. Wirklich? Ja, sag dem Typen einfach, dass du es mehrmals schon gespielt hast, dann muss ich dir nicht mehr zeigen. Sag es ihm einfach. Ich hab das Spiel schon öfter gespielt, Leute. Ja, sag das doch dem Typen da. Kann ich ja nicht. Das war eine Tussi. Der Tussi da. Ja, kann ich nicht, die hört mir nicht zu. Na, das wäre auch. Tu ich auch nie. Wo ist jetzt der Unterschied? Trotzdem laberst du uns jetzt nicht voll. Echt? Ihr seid scheiße. Genauso wie du. Die Götter ich muss widerstehen dem Unsinnsimpuls. Ich sieht doch jeder. Manu, ich mag keine Baden. Ah! Er hat ein Antibaden. So ein scheiß Ort auf einem kleinen Brett, das bemerkt man ja auch wohl sofort. Ja, natürlich. Ich meine, das ist genauso, als würdest du einen Zahnstocher nehmen und einen Stein versuchen drauf zu tarnen. Ich hoffe, ich habe nichts getan. Alter, das letzte Mal, wo ich den Typen angesprochen habe, kamen auf einmal Vampire und wollten mich angegriffen. Hey, in der beflackten Meere gibt es eine Flasche argonisches Bier. Das gute Zeug. Ja. Bringt sie mir. Die werden das nicht mal bemerken. Kommt schon. Dann haben wir nichts mehr miteinander zu bereden. Oh, bitte. Chiro! Aber nur rumzuschreien. Entschuldigung. Ehrlich, hast du mal auf die Uhr geguckt? Na, Ruhe bitte. Haben wir das Skelett unter der Brücke oder oben schon ausgenommen? Ja, habt ihr schon. Haben wir? Okay. Skelett? Hä? Ja, unter der Brücke ist ein Skelett, siehst du? Was zur Hölle? Ein paar Fische mit. Was hat mir unser lieber Freund der fiese Fettsack mal gezeigt? Da bin ich doch schon letztens rum. Warum gehst du jetzt wieder den Umweg? Guck mal, da hättest du auch lang gehen können.
Verdammt. Okay, wieder was dazugelernt. Oh mein Gott, es ist Samstag und ich lerne. Er schießt ihn. Und ich stand eben gerade an einem Wochenende. Es ist Wochenende und ich stand. Ja, unmöglich, ne? Es geht gar nicht. Ja. Ja. Ja, warum nehmen wir eigentlich schon wieder so kurz vor knapp auf? Irgendwie. Naja, kurz vor knapp. Besser kurz vor knapp als gar nicht. Nein, Mann, machst du da umgestellt. Was? Gut. Nein, wir tun nur so. Also, was ist beim Wachturm passiert? Alle tot. War der Drache doch. Ich hab sie alle umgebracht, inklusive den Drachen. Darüber besteht kein Zweifel. Es war wahrlich eine Großtat. Er war ja noch nicht ihr mal dabei. Ihr habt euch einen Ehrenplatz unter den Helden von Weißlauf verdient. Aber es muss mehr dahinter stecken. Ist vielleicht etwas Merkwürdiges passiert? Als ja. Er hat nur beleuchtet. Also ist es wahr. Die Graubärte haben euch tatsächlich... Die wer? Die grauen Bärte? Also Weihnachten. Weihnachtsmann und Kokage. Meister des Weges der Stimme. Zum Leben zurückgezogen, hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Kante. Hallo. Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, immer diese Unfähigen, ne? Essenz in einem Turm oder Schrei zu konzentrieren. Ihr wirklich ein Drachenblut. Gibst du mir mal mein Handy? Schmeiß dein eigenes Handy durch die Kante. Nein, das liegt da hinten irgendwo. Ja, warte, ich weiß es nicht. Nein, nicht nochmal. Das heißt hier nochmal. Das hat heute schon mal einen Abflug. Vorhin schon wieder. Alter, das Handy ist dreimal einen Tag alt. Und zwar lag es zwar auf dem Boden. Kann sein. Das ist das erste Mal seit okay. Also er kann wenigstens zählen, das ist schon mal gut. Höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses und die Beine sind Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender. Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des ersten Kaiserreichs zurückgehen. Ronga, geht nicht zur Haft mit Abiniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Willst du gerne noch was essen? Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt. Es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Spiegelei. Sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid. Wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Oh Gott. Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochwodka aufmachen. Bist du ein Bärsten? Im Ruf der Graubärte darf man sich nicht verleihen. Ich auch. Wir waren beim Tokyo All You Can Eat. Die haben mich voll gefressen, aber immer rum. Ich beneide euch, wisst ihr. Die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal gemacht. Wusstet ihr das? Nein, wusste ich nicht. Hochwodka ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was sie vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begibt euch nach Hochwodka. Hast du eigentlich auf die Uhr geguckt? Ja, gucke ich halt. Gut. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich mich hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Rustkarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum Beispiel korrekt gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Ich diene Jarlbalgrufen als Frucht. What the fuck, say ding? So, wir haben wieder die Axt. Ui, mit Seelenfalle. Haben will, haben will, haben will. Mann, komm mal, Finger weg.
Er will die Achseln zaubern. Alter, nein. Was? Wieso nicht? Nein. Wieso nicht? Noch nicht. Warum nicht? Noch nicht. Wieso? Nein. Okay. Ihr habt's gehört, nein. Ich wollte eigentlich den Bogen. Sowas entzaubert man nicht. Natürlich. Nein. Du brauchst den Zauber doch auch. Ja, du kriegst aber später immer noch Waffen, die du entzaubern kannst. Die Waffen kannst du sammeln, die du als Tarne bekommst. Anfangs Waffen verzaubert man nie. Es ist mir eine Ehre, euch zu sehen. Waffen verzaubert man nie. Die ist ja schon verzaubert. Der Ergo ist noch bescheuerter. Ihr so. Seid mein Tarne, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Er wollte sie entzaubern. Okay, ciao. Ah, toll. Kann wieder ausgegangen. What the fuck? Ja, Flashlight. Ein Kanton. Ah, das war eine sehr Rede-Dings-Folge. Kann sein, dass die Batterie alle ist? Jetzt kommt aber auch überhaupt kein Ton. Ja, das Headset schwimmt dann, sondern es wird richtig heil. Muss man neues kaufen. Kauabanga! Alter! Ja. Was du machen könntest. Lang lebe Talos! Headset nehmen, das an den Stuhl ranstecken und dann über den Stuhl. Ich habe nichts. Was? Warum also schon, du meinst das normale Kopfhörer. Ja. Was denn jetzt? Drachenknochen verkaufen oder behalten? Behalten, wie oft noch? Wofür? Drachenknochen, Rüstung. Und Waffen. Man kriegt doch mehr als genug davon. Ja, was machst du? Kannst du am Anfang schon mal sammeln? Das wird schon in meiner Spinne. Funktioniert das? Nein, das funktioniert nicht. Warum musst du meine Spinne haben? Okay, Entschuldigung, ich spiele wieder ernst. So, was haben wir eigentlich so für Quests? Kuro, der will meine Spinne. Nein. Na, aber erstmal das. Erstmal Power-Banditen töten. Ihr da, wir suchen jemanden in Weißlauf und zahlen gutes Geld für Informationen. Wenn ich an den Zaunschuh anschließen muss? Eine Fremde in diesem Land. Rotwadon. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Ruhestand. Ja, es geht. Okay. Sucht uns. Ich denke nur dran, das Kabel ist nicht endlos lang und du musst es auch wieder zurückschieben. Ach, echt? Dann lass ich jetzt einfach die Nacht hier stehen. Sky? Ja? Wenn wir hier fertig sind, wird aus dem Duell leben wir jetzt nochmal eine Runde? Vielleicht, wenn ihr es gut aufnimmt, macht. Was? Wenn ihr gut aufnimmt, dann duellieren wir. Was heißt gut aufnehmen? Also, wenn er mal nicht stirbt. Nein, unterhaltungswert hier. Ich will doch jetzt gerade Banditenlager ausräuchern. Ja, so, unterhaltsam wir noch. Was für ein Banditenlager? Hä? Ey, jetzt mal ohne Witz. Wenn du gleich ins Banditenlager reinschreibst, schreibst, vor Alarm, dann machst du ja Boom. Das Banditenlager. Bei Hofrodka. Rennst ins Banditenlager und schreibst vor Alarm, dann explodierst du einfach. Was? Man will, dass ihr ein bisschen Witz reinbringt beim Reden. Ich bin witzig. Auf meine eigene Art und Weise. Lass dich über dich kaputt, nicht über deine Witze. Genau. Ja und? Ist doch egal, hauptsache die Zuschauer haben was zu lachen. Ey, Kuro. Ja? Erinnert dich diese Wasseranimation nicht an etwas? Von eben gerade? Oder schauen wir in die eine und dass es in die andere Richtung fließt? Da, schon wieder, da diesen. What the? Yo, ich weiß, was du meinst. Oh, ja. Oh ja. Hä, was? Was? Oh, lass mich nicht dumm sterben, also ich bin dumm, aber lass mich nicht dumm, noch dummer sterben. Wie, das geht? Wir haben einen letzten Test gemacht. Ja. Und da hatten wir so ein Demo-Game von irgendwie Ocean oder wie das hieß. Es war einfach nur ein Ozean, ein Standbild. Und darunter hat es dann drunter gelegt, nochmal nur den Ozean.
der sich die ganze Zeit in eine Richtung bewegt und in die andere Richtung. Also drei Bilder übereinander. Okay. Und genau so wie hier vorne das Wasser. Es läuft nach da, aber es läuft noch gleichzeitig in die andere Richtung. Das ist so selten. Eine Lebensprobe. Ja. Und das ist jetzt für die Xbox. Warum auch immer man das für die Xbox benutzen sollte. Ja. Was ist das da hinten? Ist das kaputt? Der greift dich an! Das ist ein Bandit! Alter! Oh, da steht einer direkt vor meiner Nase und haut mich mit dem Schwert an. Ich glaube, ich schieße mit dem Bogen drauf. Ja, natürlich! Ah! Das hat gesessen! Tot! Der Schrei kam jetzt aber auch ein bisschen spät. Nimm die Dietriche mit. Hm. Was, warum auch immer der uns jetzt nicht mochte. Ich das war ein Dieb. Ich habe ihm aber nichts getan. Der wollte dich aber gerade ausrauben, da hast du uns schon angegriffen. Er wollte ihn nicht ausrauben, er wollte ihn direkt töten. Nein, die kommen erst an und wollen dich einschüchtern, dass du denen all deine Sachen gibst. Kannst du das machen? Kannst du machen, aber dann hast du nichts mehr. Und wenn du dann umbringst, dann hat er nur noch das dabei, was er so schon bei sich hat. Deswegen immer gleich umbringen. Und du kannst mir alles geben und danach bringst du ihn um. Ja, aber dann hat er, das ist das Problem, dann hat der deine Sachen gar nicht dabei. Das ist logisch. Das ist auch doof. So, wir haben gerade mit der Axtverweis auf zwei Seelen gefangen. Und warum? Weil wir es können. Ja. Irgendwie, ich speichere mal lieber, das ist mir gerade irgendwie... Ein bisschen zu 27-minütig? Ja. Mein Gott, ihr habt schon wieder eine halbe Stunde fast gezockt. Da oben ist irgendwas. Ja, da oben ist ein Findling. Ja. Da gehst du nur einmal hoch und dann machst du einen Schuss. Aber da ist auch so ein scheiß Totenbeschwörer. Den will ich töten. Warum wollen uns immer alle töten? Warum will er dich töten, wenn er auch ein Totenbeschwörer ist? Ihr hättet nie herkommen sollen. Das hinterlässt einen tiefen Eindruck. Oh Gott. Du hast gesagt, wir sollen Witz reinbringen. Ja, und der war gerade flach. Ja, ich weiß, aber das war die Wahrheit. Achtung, Beine hoch, Flachwitz kommt. Das heißt, Achtung, Füße hoch, Witz kommt flach. Hier ist MSN. Was? Leichen? Nee, brauchen wir nicht. Hier ist der Captain von der RMS. Niveau. Wir sinken. What the fuck say? Oh, Ernst. What does the fox say? Whatever. The fox say. It's interesting me not. What? Was mit dem Fuchs ding, ding, ding. Der ist doch sowieso schon tot. Jetzt versuche es gar nicht zu überlegen, was jetzt korrekt Englisch war. Ich kann noch 3 Stunden dauern, bis das klingt. Ich bin gerade hoch konzentriert. Alter, Witz, ey, guck dir mal das Wasser von hier aus an. Ich weiß. Hässlich. Das ist ein Grafikfehler. Ja, hässlich. Man muss auch natürlich sagen, Skyrim ist natürlich eine Riesenwelt, da kommt natürlich jeden einzelnen Millimeter hinaus. Halt guck dir mal die Büsche an. Und tschüss. Die Blümchen. Jetzt rennt der Hirsch weg. Ja, würde ich auch, wenn so ein Schwachkopf mit der Axt auf mich zukommt. Mit mächtig Überbiss. Ja, unser Ork hat. Ja, ich hab die Zeit im Auge. Ich hab doch gar nicht den Ork gemeint. Fick dich! Was du weh? Der Überbiss? Ja, wo bist du? Ja. Jetzt kommt drauf! Kannst du keine Frau schlagen? Ja, vor allem die Überbeite! Oh ja, zieh sie aus, sie liegt in der perfekten Position! Alles klar, also ihr seht, die Matchdowns hatten auch schon Unterwäsche. Du brauchst dich nicht ducken, damit ich keinen sehe, wenn du alles klar. Ja, vor allem, wenn du jetzt die Falle auflöst. Verdammt. Die kannst du nicht kaputt machen. Okay. Löst die Falle auf! Ja, und jetzt geht er weg. Ey, die wollen die umbringen. Ja, ich hab's gehört. Aber das will hier irgendwie jeder. Du hast einen Schrei. Benutz den Schrei.
Jetzt dran hin und töte sie alle. Ja, hau einfach Feuer nehmen. Genau in die Mitte durch. Du wolltest sie aufteilen. Ein bisschen falsch interpretiert ist es aufteilen. So aufteilen, genau. Kuro? Du hast ein Level. Okay. Ja, ich weiß. Jetzt machst du den Kampf erstmal zu Ende, Digga. Also echt? Ich färb doch jetzt nicht deine Scheiße aus. Echt nicht? Nein. Okay. Was für eine Rüstung haben wir? Eine leichte oder eine schwere? Jetzt müsst ihr euch mal überlegen. Die sind gerade mitten im Kampf. Nimm aber erstmal zwei Hände. Ja, wir können ja nichts leveln. Wir haben einen Talentpunkt. Oh. Ey, jetzt machen wir mit. Ihr seid da mitten im Battle, ne? Und dann sagt sie zu den Leuten, ey, warte mal kurz, ich muss euch grad leveln. Okay, mach dich mal grad stärker. Autsch! Hat das Level auch nichts mehr gebracht. Der hat mich gerade gewonnen. Ja. Ja, weil du auch. Ja, egal, fast ja, kann Kuria jetzt übernehmen. Ich muss jetzt deine Scheiße wieder ausbaden. Ja. Willst du nicht doch lieber mit einsteigen? Warum? Der kann. Alter, wir sind das Gegenteil von Grom und Sarata. Richtig, schlecht. Nein, wir sind beide fertig. Und haben kurze Haare. Jetzt überleg doch mal. Ja, Sarah mittlerweile hast du kurze Haare, Kuro. Was? Gegenteil. Okay, wir haben zwar Bart, aber Leute, die Folge hatte jetzt ein bisschen Überlänge, das nicht viel. Speicher? Genau wie das Übergebiss von Ort. Ich brauche nicht speichern, wir sind gerade gestorben. Ja, speicher trotzdem. An dem Punkt sind wir, habe ich doch eben gespeichert. Okay. Sicherheit speichern. Okay. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Nächste Woche ist dann der Kuro mit seiner Folge dran, beziehungsweise, ja, und man hört und stört sich.